letzten Video ging es um Schockmounts für das Zoom H1N. Diese sollen vor allem verhindern, dass Stöße, Erschütterungen oder Vibrationen auf die Audioaufnahme übertragen werden. Ein ähnliches Problem haben wir bei Audioaufnahmen mit Plosivlauten. Das sind die Buchstaben vor allem K, T und P. Wenn man die ausspricht, wird viel Wind erzeugt und wenn dieser Wind dann aufs Mikrofon trifft, wird's unangenehm. So die erste Möglichkeit, ganz klassischen Popfilter. Gibt es also keine Inkompatibilitäten oder so, das H1N ist ein ganz normales Mikrofon. Ich finde diese Lösung allerdings relativ unangenehm, weil erstens hat man immer so einen riesen Windfänger dann vor dem Gesicht und das braucht einfach auch auf dem Schreibtisch sehr viel Platz. Habt ihr vielleicht auch schon bei Streamern gesehen, die das immer direkt vor dem Mund haben. Das ist dann schon ein relativ großes Setup mit dem Mikrofon auch hinten dran. Das gefällt mir nicht so sehr. Die zweite Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt mal hier im Bild. Und zwar habe ich das Mikrofon so ein bisschen im Winkel neben mir hängen. Das führt dann dazu, dass wenn ich Plosivlaute ausspreche, die nach vorne Richtung Bildschirm gehen, die Stimme ja trotzdem gut auf dem Mikrofon noch zu hören ist. Das mag nicht für jedes Setup sein, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Sänger ist oder seine Stimme zur Geltung kommen lassen will, dann will man ja möglichst direkt ins Mikrofon sprechen. Also von daher, da wird man nicht drum rumkommen, aber wenn ich jetzt so nur am PC sitze, dann finde ich das auch okay, so als Voice-Over-Text könnt ihr hoffentlich jetzt damit leben. Ein schöner Nebeneffekt von dem Setup ist auch, dass ich meine Hände frei habe. Ich habe nichts vor mir, das hängt einfach neben mir. Ich kann einfach frei sprechen. Das ist fast so, als hätte ich ein Headset oder so auf. Ja, kommen wir zum Popfilter. Das Funktionsprinzip ist halt so, dass man durch zwei so Art Nylonstrümpfe durchspricht und dann wird einfach der Wind gebrochen oder der Wind verteilt sich dann in verschiedene Richtungen und trifft nicht auf einem Strahl auf dem Mikrofon auf. Das funktioniert überraschend gut. Also ich habe hier einen total billigen Popfilter mit so einer zweilagigen Membran. Wenn ich meine Hand dahinter halte und versuche durchzublasen, es kommt auf der anderen Seite einfach kein Wind an. Also das ist ein simples und einfaches Funktionsprinzip, das auch tatsächlich funktioniert. Es gibt auch Metallfilter, die benutze ich nicht. Die schauen aber ein bisschen schöner aus, weil die sind halt nur einlagig, sind etwas dünner und gibt es auch in verschiedenen Größen. Und die sorgen wohl dafür, das kann ich jetzt nur vom Hörensagen bestätigen, dass wenn man da drauf spricht, die Windrichtung nach unten abgeleitet wird. Also der Wind dann unten rauskommt, so wie so ein Wasserfall vorne abfällt. Soll wohl auch gut funktionieren, da habe ich ein schönes Video für euch verlinkt. Ist nicht von mir, aber auch hilfreich zu dem Thema. So, wir sind jetzt am Ende des Videos. Ihr bekommt jetzt eine Demo von diesen drei Varianten, die ich euch vorgestellt habe. Also als erstes bekommt ihr eine Aufnahme ganz ohne Popfilter. Ich lese da ein paar Wörter vor. Dann bekommt ihr eine Aufnahme mit so einem Popschutz vorne dran. Die letzte Aufnahme ist dann quasi das, was ich beschrieben habe. Ich spreche einfach am Mikrofon vorbei, sodass die ganzen Poplaute oder Plosivlaute dann nach vorne abgeleitet werden. Als letztes dann nochmal die erste Aufnahme, komplett ohne Filter. Heute hat die Post ein Paket gebracht. Darin habe ich einen Koffer und eine Kiste gefunden. Heute hat die Post ein Paket gebracht. Darin habe ich einen Koffer und eine Kiste gefunden. Heute hat die Post ein Paket gebracht. Darin habe ich einen Koffer und eine Kiste gefunden. Heute hat die Post ein Paket gebracht. Darin habe ich einen Koffer und eine Kiste gefunden.